Yo! Ein richtiger Ameisenschiss. Ey! Das fliegt ja sogar weg. Hau rein. Hä? Was geht ab, Leute? Wir schauen heute einfach mal, wie Coca-Cola, Fanta, Sprite gegen Mentos und Orbeez reagiert. Und Leute, noch ein kleiner Geheimtipp. Ich habe noch einen neuen Kanal eröffnet, wo jetzt noch 4 Videos dazukommen. Reaktion. Also, in der Beschreibung. Abchecken. Dafür brauchen wir auf jeden Fall auch erstmal ein kleines Loch, womit man quasi, ja, so ein bisschen experimentieren kann. Und ein paar Sachen reinzutragen. Es geht ja nämlich auch direkt schon los mit M&M's. Okay. Also, die kommen jetzt hier einfach so rein. Ich macht der jetzt einfach M&M's und Cola oder? Anscheinend schon. Anscheinend schon, Freunde. Er macht jetzt wirklich M&M's mit Cola. Ach, und Backpulver. Und das Ganze kommt dann jetzt hier rein. Und ich denke mal, das könnte dann auf jeden Fall ganz schön heftig reagieren. Jetzt wird das noch so ein bisschen umgerührt. Spüli oder so wird da hinzugefügt. Warum denn Spüli, Leute? Und jetzt mit Coca-Cola und oh mein Gott. Sieht irgendwie aus, als hätte gerade Patrick ganz schön viel Mexikanisches gegessen. 2 Sixer Cola jetzt einfach in den Shredder. Also ich würde sagen, keine Cola-Flasche überlebt. Und oh ja, die werden absolut, guck mal hier nochmal in Slow Motion, werden die da richtig reingehauen. Und natürlich, Leute, im Shredder, ihr kennt die Shredder-Videos, falls ihr die noch nicht kennt, unbedingt auschecken. Da wird keine Coca-Cola-Flasche überleben. Guck mal, da 3 Hampel noch rum. Und Leute, ich wollte gerade sagen, lasst ein Like dafür, die Coca-Cola-Flasche, dass die überlebt, aber ist jetzt leider nicht geschafft. Oh, mal sehen, was das Auto anrichten kann gegen 4 Cola-Flaschen, die noch einen Ballon oben drauf haben. Also, komm, gib richtig Gummi. Fahr komplett drüber, mal gucken, Leute. Ich gehe davon aus, dass das abspritzt, ja. Also halt, der Ballon so wegspritzt. Hier nochmal ein Slow Motion, Freunde. Da könnt ihr sehen, zack, Alter. Da ist halt so ein Druck. Da kannst du den Ballon festdrücken, bis zum geht nicht mehr. Der wird auf jeden Fall abfliegen. Aber mal sehen, wie jetzt Sprite mit Coca-Cola in einem Aquarium reagiert, wenn halt der Mentos drunter ist und die dann halt aufplatzen, ne? Das könnte schon eine ganz schön heftige Reaktion werden. Also ich denke mal, hier, guck mal, er hat jetzt hier 2 Stöcke am Start und zack, 2 Stöcke und jetzt wird Coca-Cola auch nochmal. Und das Ganze, wow, hä? Was ist denn das damit? Alles klar, die Frage ist jetzt, war das wirklich Sprite oder war das irgendwie so eine Elefantenzahnpasta, Alter? Guck dir das mal an, das dampft ja auch richtig. Also, er möchte jetzt anscheinend in die Fanta Mentos reinmachen. Ich habe noch nie gesehen, wie jemand Mentos in eine Fanta reinmacht. Also, kein Plan, ob die Fanta da irgendwie ein bisschen anders reagiert. So, auf jeden Fall Ballon rauf und zack, Mentos rein. Und mal gucken hier. Oha. Der Ballon, okay, der Ballon scheint sich zu füllen. Oh mein Gott, Alter. Yo, okay. Ja, okay, gut, das war anscheinend nicht nur Fanta, sondern auch noch irgendwas anderes da drin. Alter, Leute, das ganze Ding ist einfach explodiert. Ein Coca-Cola-Vulkan, okay, also erstmals Coca-Cola ein bisschen reinschütten, alles kein Problem. Aber Leute, jetzt hat er wieder so sein komisches Spüli oder keine Ahnung, was es da ist. Das ist was, so quasi heftig damit reagiert. Leute, was ist das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt kommt doch Mentos dazu. Oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, wie es reagiert. Das ist bestimmt so ein richtig heftiger Vulkan. Es qualmt sogar raus. Yo! Okay. Ein richtiger Ameisenschiss. Leute, guck mal, wie das da rausspritzt. Und warum ist das grün? Wo ist die Coca-Cola hin, Freunde? Die Coca-Cola ist doch braun-schwarz. Alter Schwede, Mann. Das kommt alles immer noch weiter rausgespritzt. Leute, der macht jetzt einfach mal Coca-Cola vs. Lava. Und das jetzt einfach da drauf. Das wird doch locker explodieren oder so, ne? Oh, okay. Einmal kurz aufgeploppt und dann quasi, guck mal hier, der Tropfen und zack, bumm, Leute. Alter, ich hoffe, die haben mal einen guten Sicherheitsabstand genommen, weil das ist ja überall hingespritzt. Die flüssige Lava noch, Leute. Guck mal, denn die Colaflasche, die wird natürlich dann gut zerbrennen, kann man so sagen. Oh, der fängt einfach an, einen Snickers mit einem Bunsenbrenner zu verbrennen. Ich meine, du bist nicht du, wenn du hungrig bist, ne? Packst da einfach eben Bunsenbrenner in die Hand und machst einen Snickers kaputt. Was passiert, wenn man einen Feuerlöscher unter Wasser macht? Ich meine, Feuerlöscher ist dazu da, um Feuer zu löschen und unter Wasser kann kein Feuer eigentlich entstehen. Außer wir leben in einem SpongeBob-Universum, so. Aber hier, oh, okay. Also es kommt auf jeden Fall hier was ganz schön Deftiges durch, jo, aber nichts Besonderes eigentlich.
Boah, Alter, was hat er denn bitteschön für einen riesen Eimer voll mit Mentos und mit so einem riesen Fass mit Coca-Cola und jetzt schon wieder sein Spüli hinzugefügt und das wird jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich wieder heftig reagieren, oder? So, Alter, richtig viele Mentos, Freunde, und das ganze Ding geht auf jeden Fall ordentlich hoch, Mann. Holy moly. Als hätte hier der pinke Panther mal so ein bisschen Action unten gemacht im Untergrund, Freunde. So eine richtige Riesenwurst. Macht er da jetzt wirklich so eine Rakete-Böller in die Coca-Cola? Er macht das wirklich, Freunde. Oh mein Gott, okay. Er packt jetzt in die Coca-Cola. Uff. Oh, okay, das fängt auf jeden Fall schon an zu brutzeln. Und jetzt explodiert das auch noch, oder? Das ist einfach nur so hochgeschossen. Kann natürlich auch sein, dass es dann quasi nicht mehr weiter brennt, ne? Aber doch, es sieht so aus, als würde es auch weiter brennen in der Coca-Cola. Ist auf jeden Fall schon mal ein richtiges Spritzfest. Aber explodiert das auch noch? Ne, schade, gar nicht mehr explodiert. Er macht einfach ein ganzes Fass voll mit Coca-Cola, Freunde. Wie viel Mentos wird denn er da brauchen? Auf jeden Fall eine ganze Ladung. Er hat einfach mal so eine Riesensäule hier voll gefüllt mit Mentos bis oben hin. Und das will er jetzt einfach hier in die Dings reinpacken. Und zwar hier in das Riesenfass. Leute, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Leute, denkt dran, abonniert diesen Kanal für mehr Experimente. Also macht jetzt los in 3, 2, 1 und abonnieren. Okay, und jetzt, oh mein Gott, okay, da ist auch ganz viel Backpulver mit drin. Aber der eine rennt schon weg, weil er wohl weiß, das wird ganz schön verrückt enden. So, und jetzt, lauf, Bruder, lauf. Boah. Alter Schwede. Holy moly. Also, ich mache euch einen kleinen Deal. Wenn ich 100.000 Likes, was ich niemals schaffen werde auf diesem Video, dann mache ich auch so ein Experiment, Leute, mit Coca-Cola. Und so ein probiere ich das heftigste Experiment rauszubekommen bis zum geht nicht mehr. Das sieht halt echt unnormal aus. Jo, das ist ja mal voll der Lifehack, Alter. Der packt einfach Trockeneis in einen Kürbis. Das heißt, wenn wir bald Oktober haben und die Leute bis dahin immer noch nicht vor die Tür richtig dürfen, dann könnt ihr natürlich vor die Tür einen Kürbis stellen mit Trockeneis und jetzt könnt ihr noch Coca-Cola reinmachen anscheinend. Ja, rein damit. Und Leute, guck mal, fängt das Ding einfach komplett an zu qualmen. Da muss man noch so richtig geile grüne Lichter reinmachen und dann hast du schon das gruseligste Halloween-Dekoration-Ding vor deinem Haus stehen, bis du geht nicht mehr. Schau dir das mal an, wie heftig das aussieht. Leute, ihr habt schon im Thumbnail gesehen, jetzt kommt Coca-Cola, Sprite und Fanta, Pepsi. Bis es Mentos und Orbis gemischt. Mal gucken, wie das Ganze reagiert in so einem Riesenloch und was? WTF? Wie willst du sowas bitte schon wieder aufräumen? Guck mal, wie das da rausgeschossen kommt. Alter Schwedemann, ja. Freunde, absolut geisteskrank. Oh, die haben auf jeden Fall ordentlich was vor, Freunde. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie jetzt quasi hier mit diesen ganzen Ballons ja agieren wollen. Das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig babamäßige Reaktion geben. Und hier, zack, nochmal irgendwas Rotes rein. Das auch nochmal rein droppen, Freunde, bis zum geht nicht mehr. Oh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Verprügelt den Like-Button, Abo-Button, Leute, ihr wisst Bescheid. Und jetzt auch noch Cola rein und noch irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht, noch was. Oh ja, Fanta auch noch, Freunde. Also gefühlt fast jedes Getränk, was man sich vorstellen kann. Und dann, ihr wisst Bescheid, Mentos und Backpulver auch noch dazu. Aber die Frage ist jetzt, wie kriegt das jetzt alles kaputt? Ach, nochmal mehr Backpulver. Oh mein Gott, Leute, das wird ja die babamäßigste Reaktion, die wir jemals gesehen haben. So, und jetzt komm. Jetzt muss er nur noch. Oh mein Gott, er hat jetzt einfach so einen heftigen Stab und jetzt piekst du alle kaputt. Oh, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Das hört ja nicht auf zu wachsen. Alter, das hört einfach nicht auf zu wachsen. Das fliegt ja sogar... Ey. Das fliegt ja sogar weg. Hau rein. Hä? Was? Das fliegt einfach in die Luft? Und es wächst noch weiter, als würde da der Boden kacken, Leute. Ohne Spaß, Mann. Was ist das bitte schon für eine geisteskranke Reaktion? Es hört nicht mehr auf. Wann hört es überhaupt auf? Ich kann gar nicht sagen, wann es aufhört, Leute. Weil es einfach nicht mehr aufhört. Hä? Hallo? Stopp jetzt. Stopp. Das soll es auf jeden Fall wieder von dem besten Coca-Cola-Experiment gewesen sein, Freunde. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, denkt dran, liken und abonnieren. Und bei 100.000 Likes werde ich auf jeden Fall ein eigenes Coca-Cola-Experiment machen. Checkt hier dieses Video aus, einfach draufklicken, dann kommt ihr zu dem Video. Und ja.
Mach schon und denk dran. Abonniere meinen neuen Prangle-Kanal. Der ist gut.